Sunt cele bine cunoscute din povestirea biblică, doar că astăzi lumina reflectoarelor luminează personajele care de obicei stau în întuneric, care nu joacă un rol așa de important. Mulțumim doamnei Edith Todd pentru conducerea muzicală, domnișoare Ineke Appeldorf pentru partea de regie și organizare și voluntarului Johan Lang pentru sprijinul la învățarea textelor. Mulțumesc confirmanților pentru toate orele de repetiție și pentru curajul lor de a sta aici în față pe scenă. Vă dorim tuturor o seară binecuvântată. Aber jetzt singen wir zuerst gemeinsam das Lied aus den Gesangbüchern O du Fröhliche, das ist die Nummer 443. Începem cu cântarea de la numărul 443 din cărțile de cântări. Hört die Weihnachtsgeschichte, so wie sie aufgeschrieben steht im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klare des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander:
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Der Herr segne dieses Wort an unserem Herzen. Und jetzt hören wir die Interpretation dieses Textes, so wie es in dem folgenden Singspiel nun erfolgt. Uns heute für ein weihnachtliches Singspiel engagiert, hier in der Margaretenkirche, wo wir gern unter unseren eigenen Tannenbaum scheinen würden. Aber so ist das eben. Man muss die Aufträge nehmen, wie sie kommen. Leider oder zum Glück. Meistens sind es ja die ganz normalen Kirchenlampen, die Weihnachtsleuchtdienst haben, assistiert von ein paar Kirchenkerzen. Aber heute sind wir mal dran, zwei leuchtechte Scheinwerfer. Anscheinend haben die Leute endlich gemerkt, wie wichtig wir sind. Klick, Licht an. Und ein paar der menschlichen Wesen erstrahlen im Schein. Klick, Licht aus. Und die Show ist vorbei. Das leuchtet doch ein, oder? Fällt mir nicht mehr ein. Du Schwachbimmel, habe ich mir doch gedacht. Ja.
hast den Josef vergessen. Jetzt, wo du sagst. Siehst du, der Josef bleibt außen vor, ein Mann im Dunkeln, eine Randfigur. Es wird höchste Zeit, ihn mal ins rechte Licht zu rücken. Josef, der Unterbeleuchtete, kein schlechter Einfall. Josef im Blicklicht. Dann mal ausleuchten, Bruder, streng nur deine Birne auf und an die Arbeit, ich meine, ans Licht. Hallo Isaac, wie gehen die Geschäfte mit den Feigern und Datteln in Nazareth? Naja, es könnte schon besser sein. Im Vergleich zu Jerusalem oder Jericho ist doch Nazareth nur ein Provinznest. Und trotzdem wichtig für deinen Geldbeutel. Notgedrungen. Aber der Mensch lebt ja nicht vom Geschäft allein. Ein paar gute Storys, Schlagzeilen, brandaktuelle Nachrichten über Männer und Frauen und die Liebe. So, das klingt ja, als hättest du was auf Lager. Also, was gibt's denn Neues in der Weltstadt Nazareth? Für einen guten Preis, was deine Datteln angeht, würde mir unter Umständen sogar... Nun mach schon, für eine Top-Story gibt es einen Top-Preis. Ist doch logisch. Ihr kennt doch Josef den Zimmermann. Der gerade hier um die Ecke wohnt. Genau der. Also seit einigen Monaten... Ist er mit der jungen Frau verlobt, mit der Maria? Der Tochter von Anna und Joachim? Gut geraten, Elisa. Und soll das eine Top-Story sein? Josef und Maria sind verlobt und möchten bald als Ehepaar zusammenleben. Nun mal langsam, Herr Isaac. Jetzt wird es erst interessant. Wie einige Frauen vermuten, die einen guten Blick dafür haben, ist Maria schwanger. Und das kommt in den besten Familien vor. Halt, das ist nicht alles, nicht das Wichtigste. Woher kommt das Kind? Wie? Etwa nicht von Josef? Er spricht nicht viel davon und hält sich bedeckt. Er gilt als redlich und rechtschaffen. Und dass da ein anderer Mann sein soll? Auch das ist schwer vorstellbar. Maria ist zwar noch jung, aber sie weiß, was und wen sie will. Da ist sie richtig sicher. Kann ich voll bestätigen. Jeder Maus von ihrem Josef zeigt sie die kalte Schulter. Ein Mann, eine Frau, ein Kind und ein großes Rätsel, das hat schon was. Vielleicht ist das Kind ja vom Himmel gefallen. Na, na. Wir können aber gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht. Vielleicht gibt Josef der Maria den Laufpass. Oder wird Maria von ihrer Verwandtschaft zur Rede gestellt und wegen Ehebruch ihr Bischof. Josef! Ja, ich bin es, ein Engel Gottes. Du träumst, und doch ist meine Botschaft für dich kein Traum. Gottes Geist kann Dinge bewirken, die für irdische Augen unmöglich erscheinen. Das Kind, das deine Verlobte Maria erwartet, ist ein Himmelskind, niemals so Maria zu dir. Wenn sie dann das Kind zur Welt bringt, gib ihm den Namen Jesus. Er ist der verheißene Retter des Volkes Israel. Was habe ich da geträumt? Gottes Geist, Himmelskind. Das ist zu hoch für mich. Das verstehe ich nicht. Dass Gott uns und die Dinge um uns geschaffen hat, das leuchtet mir ein. Und dass er sich auch irgendwie um uns kümmert, das auch. Aber ausgerechnet Maria und ich. Thank God.
ruft er ganz konkret. Wenn Gott ruft, hat sich der Wind gedreht. Du spürst ganz genau, wohin dein Weg jetzt geht. Wenn Gott ruft, dann ruft er ganz konkret. Wenn Gott spricht, dann spricht er jetzt und hier. Wenn Gott spricht, dann öffnet sich die Tür. Sondern dich jetzt, hier und heute. Das haben vor dir doch schon andere erfahren. Abraham, Sarah, Jeremia, Jesaja, Mose, Aaron und Miriam. Ihnen allen hat Gott seine Gnade und Kraft geschenkt. Wieso nicht auch dir? Thank you.
Es waren Hirten bei derselben Gegend und die Pferde bei den Hürden. Die hüteten bereits ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr, und der Engel sprach zu ihnen. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die von allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet das Kind finden, im Winter gewickelt und in eine Krippe liegen. Was für eine wundervolle Nacht! Was für eine wundervolle Botschaft! Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. In Widdern gewickelt liegt es in einer Krippe. Es ist der Heiland, der Retter, der Erlöser. Weshalb wir zum Singen, zum Tanzen und Feiern. Das haben sogar unsere Schafe gemerkt. Auch sie sind mitgekommen, um das himmlische Kind zum himmlischen Kind zu bringen. Ich bin ein Mauerblümchen, unscheinbar und rau.
redet, man will dich nicht, das habe ich längst kapiert. Mit schwarzer Wolle mag dir niemand leiden, mit schwarzer Wolle schüttel dich ab, man meidet dich und du kriegst gar nichts ab. Und ich, Josef aus Nazareth, sind beide ein wichtiger Lichtblick Gottes und alle Großen und Kleinen dieser Welt. Stern, ein Lichtblick Gottes. Auf uns alle fällt Gottes Licht.
In uns alle fällt Gottes Licht. Durch uns alle scheint Gottes Licht. Das leuchtet ein, oder? Specială de lumină de la Dumnezeu, aleasă în mod special de Dumnezeu.
Iubiți credincioși, și noi ne simțim câteodată fără valoare pe scena vieții. Dar astăzi ne este spus, Iisus este lumina care dă valoare vieții tale. Prin nașterea Lui, nici unul nu trebuie să rămână întuneric. Iar noi, la rândul nostru, putem lumina calea altora. Astfel, dorim și noi și sperăm că v-am adus o rază de lumină în seara aceasta prin sceneta noastră. Iar acum, împreună, să ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru, fiecare în limba sa maternă. Și dorim să mulțumim aici celor care ne-au ajutat pentru a putea realiza, pentru a putea pregăti aceste pachete prin donațiile lor. Și vreau să amintesc și să menționez
comunitatea sașilor Veteșeni din Germania, care ne-a oferit o donație, comunitatea parteneră din Neumarkt, din Germania, care la fel ne-a oferit o donație, fabrica Medimpact SRL din Mediaș, domnul Igor Pop, iar pentru bradul imens și frumos din acest an, care îl puteți admira, îi mulțumim domnului Harald Booth. Harald Booth. Dânsul ne-a donat acest brad minunat, la fel ca și anul trecut, cred că tot de la dânsul l-am avut. Mulțumim frumos și Dumnezeu să vă răsplătească și să vă lumineze calea.